Hallo Battlefield-Freunde, hallo YouTube. Mein Name ist Tom Thompson und ich habe heute für euch ein paar frische Informationen zu den Erfolgen und Trophies von Armored Kill. Doch bevor ich damit anfange, gehe ich wie mal ganz kurz auf das Gameplay ein, was ihr jetzt gleich auf die Augen bekommt. Und zwar habe ich eine Runde Rush auf der schönen Karte Metro gespielt als Sturmsoldat mit der G18 Schall gedämpft, wie eben gezeigt. Dazu habe ich noch meine AEK mitgenommen. Die war ausgestattet mit dem Cobra-Visier, einem Frontgriff und einem schweren Lauf. Und ja, das Gameplay, ihr seht schon an der Zeit. Wir haben hier richtig Gas gegeben. Der Blue Train hat es eilig. Wir haben uns gesagt, Leute, wir haben nicht allzu viel Bock auf Metro. Lasst uns einfach mal Gas geben und gucken, welche Zeit wir reißen. Aber es war natürlich nicht nur wir, die hier Gas gegeben haben, sondern das ganze Team hat es, wie es aussieht, sehr eilig gehabt. Wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal so sinnlos ein bisschen in der Prärie rumglotze. Meine Aufgabe habe ich mir so selber bitte gestellt, war es, mein Team ein bisschen zu beschützen. Also meine Leute passen ja auf mich auf und ich passe auf meine Leute auf und so funktioniert auch Teamplay. Also dass man auf seine Leute aufpasst und nicht nur auf Kills geht oder ab und zu mal einen Defibrillator rausholt oder einen Medic wirft oder ein Munitionspaket wirft, sondern Teamplay besteht halt auch darin, dass man ein bisschen aufeinander aufpasst. Gut. So viel erstmal vorab zu dem Gameplay. Wenn noch ein bisschen Zeit am Ende bleibt, werde ich da noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ihr wollt ja sicherlich wissen, was es jetzt mit den Erfolgen auf sich hat. Und zwar sind seit den letzten Xbox 360 Update die Erfolge aufgetaucht zu Armored Kill. Bei der PlayStation 3 Fraktion sind die Erfolge genau dieselben. Nur ich glaube, ihr habt keine Gamescore-Punkte, sondern so Trophies. Also da kenne ich mich nicht mit aus, aber zumindest die Erfolge, da könnt ihr dann auch was mit anfangen. Der erste Erfolg nennt sich Death from Above, also Tod von oben. Den bekommt ihr, wenn ihr einen Kill mit den Gunship macht. Und dafür gibt es 20 Gamescore-Punkte. Also ich denke mal, ein Kill mit dieser fliegenden Festung sollte doch schon möglich sein. Aber am Anfang werden sich alle um die Fahrzeuge kloppen. Also da kraut es mir jetzt schon davor. Aber machen wir weiter. Der nächste Erfolg nennt sich Destroyer. Zerstörer. Den bekommt man, wenn man jeweils 10 Kills mit der Artillerie und dem Panzerjäger macht. Also 10 Kills mit der Artillerie und 10 Kills mit dem Panzerjäger. Dafür gibt es 30 Gamescore-Punkte. Ich denke mal, der Panzerjäger, das ist ja der LAV mit dieser Panzerhaubitze obendrauf, mit dem Panzerturm. Da wird es relativ schnell gehen. Aber mit der Artillerie, da gibt es ja nur pro Karte eine einzige, pro Fraktion. Also die Amis haben eine Artillerie und die Russen haben eine Artillerie. Und da kann ja immer nur einer sich reinhocken. Und ich denke mal, da werden sich ordentlich drum kloppen, das Ding mal in die Finger zu bekommen. Aber mit der Zeit, wenn dann die ersten ihre Erfolge fertig haben, ja, wird das Ding dann mehr und mehr stehen gelassen, würde ich mal fast behaupten wollen. Weil die Artillerie ist einfach nichts für die Front und wer mag schon, außer wenn man Sniper ist, hinten rumgammeln und so sinnlos rumballern. Schauen wir einfach mal. Der dritte Erfolg nennt sich Offroad und den bekommt ihr mit einem Abschuss mit dem Quad. Dafür gibt es 20 Gamescore-Punkte. Ja, nicht wundern, das Quad hat jetzt kein MG bekommen. Nämlich der Co-Passagier, also der Passagier, der da mitfahren darf, der kann sich ja so im Kreis drehen. Also er kann nach vorn und nach hinten schießen. Und ich denke mal, da dachten sich die Kollegen bei DICE, hey, das sieht ja ganz cool aus, haben wir schon im Trailer gezeigt, wie man da lustig mit dem Ding rumfährt und da alles Mögliche wegholzen kann. Da wir ja aber nicht auf der Autobahn unterwegs sind und das Gelände nicht absolut eben ist, denke ich mir, wird das ein übelstes Rumgewackle werden. Also parkt dieses Quad irgendwo in den Wald, an der Flagge oder an einer MCOM-Station und ballert dann einfach von hinten mal fleißig weg. Und wenn ihr eine ärgern wollt, hockt euch einfach drauf und fahrt ihn irgendwo hin. Nee, nee, macht das ja nicht, also das dreht der Typ durch. Das würde mich genauso ankotzen. Dann der vierte Erfolg nennt sich Superiority. Und den bekommt ihr, wenn ihr eine Runde Panzervorherrschaft, auf Englisch Tank Superiority, gewinnt. 20 Gamescore-Punkte gibt es dafür. Das ist ja dieser neue kleine Spielmodus, so als Art, nennen wir es mal, Lückenfüller, so wie der Gun Master-Modus in Close Quarters. Aber, also ich freue mich da schon drauf. Ich denke mal, das wird ein ordentliches Rumgeknalle, eine schöne Materialschlacht. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Gerade 12 gegen 12 mit Fahrzeugen, das wird richtig, richtig heftig werden. Und den Abschluss der Erfolge macht der Dropship-Erfolg und den bekommt ihr, wenn ihr die AC-130 zerstört. Dafür werden euch 30 Gamescore-Punkte spendiert. Wie immer werde ich in der Videobeschreibung den Link zu der Quelle posten. Wer dann noch mal in Ruhe nachlesen mag, der kann da gerne noch mal einen Blick drauf werfen.
Ja, die Erfolge sind eigentlich ja, insgesamt relativ easy. Also jetzt nichts, wo man ewig für braucht. Also da gibt es keinen Erfolg, töte mit dem Panzerjäger 500 Leute oder sowas. Aber wir wissen ja nicht, was die Aufträge noch mit sich bringen. Also da kann es natürlich sein, gerade weil da schon ein Trend zu sehen ist, dass pro Auftrag die Kill-Anzahl immer weiter nach oben gesetzt wurde. Also ich erinnere nur an diesen letzten Auftrag, wo man, wie viel waren es? 500 Kills als Sturmsoldat, 500 Kills als Pionier oder 400 Kills, dann 300 Kills als Sniper. Also da hat man schon richtig lang gebraucht. Und mal schauen, was sie sich jetzt für diesen Modus ausgedacht haben. Ob wir vielleicht gezwungen werden, mit dem Panzer 700 Kills zu machen oder so. Weil dann greife ich mir echt an den Kopf. Ja, zudem wird es am Anfang, wie ich schon gesagt habe, relativ stressig werden, da in die Fahrzeuge ranzukommen. Weil jeder sofort in die neuen Fahrzeuge rein will oder die AC-130 besetzen will und dann, ja, bin ja mal gespannt. Ich hoffe mal, das geht nicht wieder los, dass man dann in der Hauptbasis rumgammelt und einfach nur noch wartet, bis die Fahrzeuge wieder spawnen. Lassen wir uns mal überraschen. Also so richtig, auf eine Art freue ich mich schon richtig auf das DLC. Auf der anderen Seite, so stellt es mir ein bisschen die Nackenhaare auf, weil, ja. Also ich lege da viel Hoffnung rein und ich hoffe einfach mal nicht, dass ich da enttäuscht werde, weil im Moment kann ich am Battlefield so überhaupt nicht mehr ran. Ich weiß auch nicht. Aber das liegt nicht am Spiel, sondern es liegt größtenteils an den Leuten, die da drin sind. Also jetzt nicht unser Platoon, das ist absolut genial, sondern, weißt du, wenn ich halt von den Typen weggeranzt wäre, der Rang 10 ist oder sowas hier zum Beispiel, da war gerade einer. Also diese Kollegen, weißt du, die ihren X-Account nach oben spielen oder so, ah, da kriege ich Hass einfach nur. Und ich. Ah, weiß nicht. Also wer mal Rage-Video kennt von Battlefield, der wird da mich schon anders erlebt haben und mich halt auch schon kennen, warum mich das so ankotzt gerade. Aber schauen wir mal, Armored Kill 11. September auf der Xbox, am 4. September auf der PlayStation 3, wenn du Premium besitzt. Ich bin schon sehr gespannt, wenn die ersten Videos auftauchen und dann sehe ich auch zum ersten Mal, das sehen wir zum ersten Mal, wie die Flaggenverteilung auf den großen Karten ist. Da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Gut, soweit zu Armored Kill, zu den Erfolgen und zu den Hoffnungen und ja, noch größeren Hoffnungen. Ja, und dies war mein letztes Gameplay. Commentary. Schock. Ich hoffe, ihr seid nicht vom Stuhl gefallen. Dies ist mein letztes Commentary mit Headset. Ich habe mir gesagt, ich werde meine Qualität stetig verbessern und dazu gehört einfach auch ein vernünftiges Headset. Oder ein vernünftiges Mikrofon und ich habe einfach mir gedacht, ja, es wird Zeit, das Headset, das hat doch ab und zu so Übersteuerer drin, gerade bei kräftigen Lauten, dass ich mir einfach mal ein ordentliches Mikro hole. Und da habe ich mir das Blue Yeti bestellt. Und das Ding kommt morgen, also am Montag. Und alle Videos, die nach diesem Video kommen, werden mit dem Blue Yeti kommentiert werden. Da bin ich schon sehr gespannt, auch was ihr dann von der Qualität haltet. Ob das für euch so besser ist oder schlechter, da lasst es mich auf jeden Fall wissen. Aber das werde ich dann euch nochmal sagen. Gut, die Runde ist schon vorbei. Ihr seht, das war eine richtig flotte Runde. In knapp, ja, etwas mehr als 8 Minuten oder knapp 9 Minuten sind wir hier mal ganz schnell durch die Metro durchgeflitzt. Wir haben den Spielmodus alle Ehre gemacht. Das ist ein Gameplay aus der Double XP-Woche. Da habe ich doch ein bisschen gespielt, aber nicht allzu viel. Gut, wir sehen uns in Armored Kill oder vielleicht nochmal eher. Bis bald, ciao, ciao, euer Tom Thompson.